Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute für ein wirklich ganz, ganz kurzes Video. Aber ich habe nämlich jetzt auch schon ein paar Videos abgedreht mit meiner Bärlauchpaste, also wo ich die verwende. Da habe ich die genommen vom letzten Jahr. Also ist super auch ein Jahr haltbar. Und ja, habe dann immer darauf verwiesen, ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt halt noch keinen frischen Bärlauch bekommen. Aber jetzt gibt es den gerade, jetzt ist wirklich gerade die Hochsaison und da kriegt man es dann auch mal ganz, also wesentlich günstiger. Und da habe ich mir heute gekauft 200 Gramm und ja, habe das jetzt gerade gut gewaschen. Also auch wenn ich glaube, dass die jetzt nicht irgendwo aus dem Wald sind, wo schon irgendwie ein Fuchs drauf gepieselt hat. Ja, gut waschen mache ich trotzdem. Und ich habe die dann schön ausgeklopft schon, damit so... ja, das Gröbste an Wasser weg ist und hier noch ein bisschen im frischen Handtuch auch noch ein bisschen geschrubbelt. Und ja, jetzt kommt halt die Arbeit, die viel Arbeit einfach ist. Also, naja, so viel jetzt auch nicht. Aber was halt so eine doofe Arbeit ist, also finde ich, dass ich nämlich überall, immer unterhalb des Blattes, knips ich mir hier den Stiel weg und ja... dann zerreiße ich mir das nochmal einmal und packe es jetzt in den Thermomix. Es ist ein Thermomix-Rezept, aber natürlich kann man das auch mit einem ganz anderen Mixer oder mit einem Pürierstab, könnte man es auch machen. Wobei ich glaube, mit einem Pürierstab wäre es schon ein bisschen schwieriger, weil man da dann schon ganz schön rummengen müsste, damit das auch wirklich gut zerhäckselt wird. Ne? Also es soll dann schon, es muss nicht unbedingt ein Mousse sein, aber schon gut zerkleinert. Ja, auch die, die Zutaten sind natürlich sehr übersichtlich. Also man braucht Sonnenblumenöl oder Rapsöl, sowas geht auch. Natürlich könnte man auch Olivenöl nehmen. Das fände ich eigentlich natürlich viel schöner, weil ich den Geschmack einfach besser finde. Aber ich bewahre mir das ja im Kühlschrank auf. Und Olivenöl ist ja immer so im Kühlschrank, dass das dann so gerinnt. Und... ja, wenn man das dann rausstellt, dann wird das auch wieder flüssig und durchsichtig so. Aber erstmal sieht es halt immer fies aus und dann muss man es halt immer früh genug rausnehmen. Und deswegen, ja, bei Sonnenblumenöl und bei Rapsöl bleibt einfach die Konsistenz so. Und deswegen nehme ich, ich glaube, bei mir ist es Sonnenblumenöl. Ja, ich werde hier noch ein bisschen weitermachen. Also ich kann dazu sagen, ich habe zwei Packungen a 100 Gramm genommen, also damit das auch wieder ein guter Vorrat so fürs ganze Jahr ist. Und ja, wer weniger braucht, möchte es erstmal probieren möchte vielleicht, der nimmt das eigentliche Rezept. Also ich verdoppel jetzt wieder alles, aber ich glaube, wer Bärlauch auch im Garten hat, das vermehrt sich so sehr, da hat man so eine Schwemme, also da hat man so eine Schwemme und Menge, dass ja, da schon mehr verarbeitet werden kann. Ich war auf so einem Bauernmarkt am Wochenende und da habe ich mir tatsächlich mich auch drei Pflanzen, ich weiß nicht, ob man sehen kann, rechts hier am Fenster, da habe ich mir drei Pflanzenbärlauch mitgebracht und er meinte, weil ich gesagt habe, ja, aber das darf ich dann auch ernten? Also dann geht jetzt nicht die Pflanze kaputt. Und dann meinte er, nein, müsste man ernten. Umso mehr man da abschneidet, desto mehr kommt im nächsten Jahr wieder. Und es darf bloß nicht in eine pralle Sonne. Also am besten vielleicht auch unter einem Baum irgendwie. Ja, ich weiß das jetzt noch nicht genau, ob ich das jetzt erstmal in diesem Kasten lasse oder ob ich es dann wirklich hinterher hier draußen... irgendwie unterm Baum setze. Ich weiß es noch nicht. Aber die lasse ich mir jetzt erstmal noch für frisch, wenn ich da nämlich jetzt die nächsten Tage irgendwie schön mir irgendwie Quark machen will. Da lasse ich mir die frischen und die sind dann halt hier zum Weiterverarbeiten und fürs ganze Jahr. So, ich mache hier kurz weiter und dann seht ihr auch schon den aufregenden nächsten Schritt. Der Muffel meint jetzt auch wieder da rumturnen zu müssen. Muffchen, kommst du bitte da runter? Er hat nämlich gestern Katzengras gehabt. Muffin!
Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt gesehen hat. Er zerstört hier die Einrichtung. Muffin, bitte, was soll denn das? Das sehen jetzt mal alle, wie frech du bist. Er hatte gestern nämlich Katzengras und hat davon auch üblen Durchfall bekommen, deswegen habe ich das weggenommen. Und jetzt will er nämlich dann da reinbeißen. Kommst du bitte da runter? Oh, das ist zu gefährlich. Und die Blume ist für ihn gar nichts eigentlich. Ne? Aber wenn ich jetzt hier mit dem Thermomix starte, dann wird er sowieso gleich rennen. Hm, ich habe schon ja lauter Haare von ihm. Der ist auch gerade im Fellwechsel. Das kribbelt. Und während der Thermomix jetzt hier hochfährt, ich habe hier auch schon 3 größere Gläser ausgekocht und die Deckel auch schon. Und die stehen jetzt hier zum Abtropfen. So, dann zerkleinere ich jetzt erstmal schon mal, also fange ich schon mal an, so mit 7. Und da muss man nämlich immer wieder oben dann nachstopfen, weil... ja, unten püriert es dann schon und oben ist es halt noch nicht. Also da sieht man, aber unten am Messer, deswegen halt immer mal wieder ein bisschen nachstopfen. Und wenn man dann hört, dass es ins Leere geht, da kann man auch schon wieder aufhören und wieder ein bisschen nachdrücken. So, und jetzt gebe ich aber auch schon dabei. Also dadurch, dass es bei mir die doppelte Menge ist, sind das 200 Milliliter Öl und 20 Gramm Meersalz. Also ich nehme das grobe Meersalz, habe ich immer genommen und das löst sich auch da drauf, ein bisschen da drin auf. Also ja, bei mir sind das sogar 25 Gramm. Aber das Salz braucht es natürlich halt auch, um es ein bisschen haltbar zu machen. Und jetzt fahre ich hier wieder. Und nach 20 Sekunden sieht man, dass das wirklich richtig gut schon ja, zerhäckselt hat. Da bleibt kein Blatt mehr trocken. Oder ganz. Und wenn ich das hier probiere... das ist so lecker. Das könnte ich sogar auch roh essen. Also roh. Also ich meine, ohne irgendwie was drauf. Und ich war, glaube ich, wieder etwas zu zuversichtlich von der Menge, was es wird. Ich glaube, ich nehme mal das große Glas und das wird wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Also wenn man das natürlich selbst im Garten anbaut, dann kann man davon natürlich auch kiloweise machen und dann finde ich, ist es auch ein schönes Geschenk, gerade zu Ostern auch mitzubringen. Also in diesem Jahr, wo halt Ostern jetzt so spät ist, dass da auch wirklich voll die Bärlauchzeit ist. Ja, ich musste den kaufen, weil, ja, wie gesagt, ich würde den nicht aus der freien Natur nehmen, einfach weil ich da so ein Schisser bin, womöglich. Ich sag nur Fuchs, Bandwurm, Spulwurm. Ich weiß es immer noch nicht, wie der Name ist. Auf jeden Fall ist das sehr ungesund, wenn man sich den einfängt. Und deswegen kaufe ich den Bär noch. Und ja, also den gibt es bei uns immer bei Lidl auch. Da bin ich jetzt aber nicht vorbeigekommen, weil ich hatte sowieso in der Metro war. Dann habe ich es da mitgenommen. Und... ja, also eine sehr klägliche Menge, aber da lohnt sich wirklich jedes Gramm. Und ja, wenn ihr vielleicht unter einer Bärlauchschwemme leidet, also dieses Leiden möchte ich gerne mal haben, dann kann ich euch das total empfehlen, so hat man fürs ganze Jahr was. Und wie gesagt, ich finde es auch eine schöne Geschenkidee, ja, dann aber vielleicht eher, wenn man den Bärlauch wirklich kostenlos zur Verfügung hat. Ja, in den nächsten Tagen kommen nämlich jetzt dann Rezepte, wo ich auch diese Paste, also besser bei mir ist die noch vom letzten Jahr, wo ich die benutze. Und ja, wenn ihr auch so viel Bärlauch habt, dann guckt dann rein. Tschüss!